Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, ihr Tartaner. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf frei zu kriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Grosvenor Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereintes Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stößt du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Jala hat Ende. Morgen.
Guten Tag, Sir. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, den Anweisungen der Einsatzleitung unbedingt Folge zu leisten. Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... nun, typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Eindeutig der Fall. Vielleicht braucht er ein Glas Wasser. Dieser Mann braucht nichts zu trinken. Er hat Asthma. Sind Sie etwa Ärztin? Nein, aber mein Vater. Ich habe schon viele Leute mit diesen Beschwerden gesehen. Dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Verfügung. Lenkt sie. Galahad, Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Egraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir.
letzte Überfall auf die Stadt ist schon Jahre her. Du bist halt blöd. Ja. Das kann Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Company will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Entdeckung! Gehen wir an die Arbeit. Hau ab! Hier hast du dich noch erinnert? Oh, verdammt! Lass mich! Nachladen! Alles klar. Vorrücken. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei, schwingt eure Asche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Los geht's, ihr Bastarde! Ein Gewehr wäre wohl passender. Scheiße. Zum Teufel! Ziel erledigt! Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Flüchtling erledigt. Im Hof sind noch mehr. Oben auf der Treppe.
Ziel erledigt. Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Schnell, drinnen sind noch mehr Verrückte. Toll, jetzt schieß doch! Bist du okay? Verdammt! Oh Gott, sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranate. Los geht's. Oh, verdammt. Feind erledigt. So treffe ich nicht. Flüchtling erledigt. Muss nachladen. Flüchtling neutralisiert. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Bist du soweit mit allem zufrieden?
Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Hä? Schon gut. Erledigt. Verdammt! Ich lade nach! Raum sicher! Hier drin sind bestimmt noch mehr. Flüchtling neutralisiert. Lade nach! Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten Ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir. General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam.
Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Egray nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Bei seiner Position. Mein Weg ist verzerrt. Könnte etwas dauern, wenn ich bei ihm bin. Thank you.
jedenfalls da. Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben, mein lieber Sir Percival. Man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, Monsieur. Marquis. Nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat.